Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Yamato Imperium der aufgehenden Sonne, aka Age of Empires Definitive Edition. Ihr Stammesgebiet ist seit den altvorderen Tagen gewachsen, als zum ersten Mal ein chinesisches Schiff an ihren Küsten anlegte. Ihr Volk hat von den Gütern profitiert, die von chinesischen Handelsschiffen gebracht wurden, und ihre Handwerker haben gelernt, Bronze zu Dotaku-Glocken zu verarbeiten. Diese Glocken werden in der Erde vergraben, um sie mit spiritueller Macht aufzuladen. Danach werden sie geläutet, als Teil von Ritualen, die eine erfolgreiche Reisernte garantieren sollen. Ihre Siedlungen wachsen jedoch, und es werden neue Glocken benötigt, um den Lebensunterhalt ihres Volkes zu beschützen. Fallen Sie auf benachbarte Inseln ein und erobern Sie diese wertvollen Schätze. Seele, erobern Sie 6 Schatzkarren, die jeweils eine Dotaku-Kugel enthält. Oder enthalten. Okay, ich habe gerade überlegt. Nee, wir machen noch schwierig weiter. Extrem schwierig, machen wir vielleicht beim anderen. Ich würde aber sagen, wir starten direkt rein. Was haben wir denn hier? Nichts, nichts, nichts. Dann habe ich ein leichtes Transportschiff und... Okay, wir erkunden erstmal. Ah, das ist wahrscheinlich dafür da, dass wir dann die ganzen Artefakte mitnehmen können, wo wir kriegen. Okay. Schieß drauf und weg. Schieß drauf. Und der Hund meldet sich schon wieder zu Wort hin. Ah, der Turm. Ah. Hier hinten komme ich nicht drauf, oder? Das wäre schön. So, den Steinwerfer machen wir weg. Katapult. Okay, da können wir nicht durch. Wind. Der Moment, wenn der Hund sich zu arg zu Wort meldet. Okay, wir müssen mit unseren Transportschiffen mal weg. Ja, wir müssen mal ein bisschen erkunden, wo wir hin können. So, Schiff ist weg. Hier ist okay. Alle drauf. Okay, komm näher. Dann hauen wir dich weg. So, ihr dürft drauf. Ja, diese kleine Insel hier bringt ja gar nichts. Okay, dann werden wir hier mal einen kleinen Ausfall machen. Mal gucken. Da ist auf jeden Fall schon mal eins. Ah, okay, dann können wir da die 5 reinstecken. Katapult und Balliste tun wir mal wieder rein. Löwe. Der Phalanx. Ah, die kommen da nicht durch. Wir erkunden hier mal die Insel. Mal gucken, ob wir noch da noch mal was kriegen. Das ist eine kleine Insel, da kommen wir aber nirgends drauf. Also ich gucke noch mal, aber ich glaube nicht. Da ist alles dicht. Maximal hier noch. Nee. Okay, ihr dürft dann wieder in das Schiff zurück. Guck mal hier. Okay, Leute, raus. Rauf da.
Okay, weil wir müssen echt aufpassen mit unseren Sachen. Weil bisher sehe ich nichts, wo wir irgendwie. Dieser Hund heute ist so schlimm. Ich bin gleich wieder da. Einen Moment. Also ich kann euch gar nicht sagen, woran es liegt heute. Er möchte sich einfach auch zu Wort melden. Er möchte nicht ausgeschlossen werden. Er möchte auch sagen, hallo, ich bin da. Mich gibt's auch noch. Da ist ein Holzfäller. Okay, Leute. Haut alles weg. Okay, ihr geht mal da lang, du Katapult gehst wieder rein, du bist mir nämlich zu gefährlich. Die Lagergrube hauen wir weg. Okay, schnell auf das. Schnell, mach die Kampfgaleere kaputt. Okay, da hat es wieder ein paar Häuser. Die gehen wir dann als nächstes hin. Unsere Balliste ist schon gut angeschlagen. Die wurde auf jeden Fall ein paar Mal gehittet schon. Ja, die machen das hier jetzt noch fertig. Die ganzen Artefakte. Kriegen wir das hin? Komm hier rüber. Ihr Schiffe dürft mal gucken. So, ihr geht wieder zurück. Wo geht jetzt mein Schiff hin? Hallo? Ich habe gar keine Kontrolle über das Schiff. Wir müssen. Ja, jetzt kommt rein, Leute. Ja, sehr gut. Sehr gut. Jetzt zwei geht da hoch. Bitte gehst da rein und du da rein. Meine Leute dürfen mal hochlaufen. So, dann gehen wir wieder hier runter. Ihr geht mal da hoch und guckt mal darüber. Das ist das Problem hier auf der mit den Inseln, das sieht man nicht so viel. So, du darfst wieder hier rein. Meine Truppen dürfen in das schwere Bleib-Starschiff. Wir müssen noch 4 Stück erobern. Das wird gleich schnell. Naja, so semi. Dann darf das Schiff einmal hier runter und landen. Die Leute dürfen auch hier raus. Oh, Katapult, pass auf! Alle auf die Schiffe, alle auf die Schiffe. Gucken mal rüber. Ah, die Balliste ist kaputt. Nein. Das hätte nicht sein sollen. Wir haben eine Truppe verloren. Sehr schlecht. Ah, da ist ein Hafen. Sammy! Es gibt nicht mal einen Grund, dass der bellt. Der läuft einfach durch die Gegend und bellt. Also heute hat der Hund wirklich irgendeinen Schaden. Okay, das ist das nächste Artefakt. Jetzt wir schicken mal alle hier rüber. Wir gucken mit den zwei Schiffen. Da hat es einfache Bogenschuppen. Okay, der hat schon einzelner auf einer Insel gewesen. Hier zum einen. So,
darfst da rein. Dann haben wir schon mal drei. Jetzt werden uns noch mal drei. Wir müssen aber erst mal noch ein bisschen erkunden. Da ist schon noch mal ein Bogenschütze. Und ein Hafen. Wir müssen den Hafen wegmachen. Die Häuser lassen wir stehen. Auf die Häuser kommt es wirklich nicht an. Noch ein. Sammy! Ach, heute ist er wirklich gut gelaunt, der Hund. Aber woran es liegt, kann ich euch nicht beantworten, tatsächlich. So, ihr dürft mal dahin. Macht hier mal den Hafen kaputt. Wir haben halt keine Leute. Also wir kriegen halt auch keine neuen. Das bisher ist es wirklich tricky. So, dieser Hafen wird kaputt gemacht. Ich tausche das schon mal rein. Auch. Da ist nochmal ein einfacher Bogenschütze. Also hier sind wirklich viele einzelne Leute. Da haben wir nochmal ein Artefakt. Versuchen mal das Katapult rauszuholen. So ein bisschen weg. Noch ein bisschen. Nein, geht nicht. Schade. So. Artefakt. Wir müssen drin gucken, was da hinten ist. Als erstes will ich hier jetzt kurz diesen Hafen weghauen. Weil wenn der Hafen weg ist, sollten eigentlich keine gegnerischen Schiffe mehr kommen. Ich meine, das ist unser Hauptproblem, diese gegnerischen Schiffe. Natürlich unser Artefaktschiff, das dürfen wir auf gar keinen Fall verlieren. Weil ohne den Hafen vielleicht, ich weiß nicht, was hier hinten ist. Ich hoffe mal, nicht so viel. Wir haben jetzt noch zwei Palangs und ein Katapult, so wie unsere Bogenschützen. Und wir brauchen noch zwei Artefakte, die sind hier oben in dem Gebiet auf jeden Fall. Wir sind halt Stufe 1 und die sind 4, okay. Boah, das ist auch eine gute Herausforderung. Ja gut, hier oben kommen wir generell nicht drauf. Also heißt, die anderen zwei Artefakte müssen da oben sein. Komm, mach den Hafen weg. Okay, dann dürft ihr da wieder rein. Ah, das hat halt nur 16 Leben. Das Schiff. Dann laufst du mal dahin und guck da. Und ihr dürft wieder hoch. Okay, dann gehen wir mal hier Richtung diese Insel. Ich kann halt nicht sagen, ist da jemand oder ist da keiner. Wir haben ein Artefakt. Katapult. Komm, geh da drauf. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Kommt, 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 kommt. Alle weg, alle weg.
Kommt, ihr müsst da rein. Ich weiß jetzt nicht, wie viele überlebt haben oder wie viele nicht. Du musst da weg. Ihr müsst den da kaputt machen. Oh, Schiff kaputt. Okay, wir gucken mal weiter. Da oben sind nämlich einige Phalanx. Gegen die ganzen haben wir keine Chance. Brauchen nur noch ein Artefakt. Ist natürlich die Frage, wo ist das? So, ihr alle geht mal dahin. Katapult, schießt drauf. Vielleicht haben wir das Glück und es schiert direkt. Das wäre natürlich super, aber ich glaube weniger. Nope, hier ist kein Artefakt. Aber dafür ein Hafen. Alle auf den Hafen, ihr zwei bleibt mal zurück. Oh, geh weg. Du gehst da rein. Ihr macht den Hafen kaputt. Und wenn wir Glück haben, ist hier oben das einzelne Artefakt, welche glaube ich jetzt weniger. Wir müssen aufpassen, was die machen, weil das Katapult ist ja nicht immer so der Burner. So, das ist weg. Bei Rot kriegen wir auf gar keinen Fall besiegt. So, Katapult. Und drin. Wir müssen halt wirklich gucken, dass wir unsere Truppen nicht verlieren. Das ist aktuell das Wichtigste. Keine Truppen mehr verlieren. Wir brauchen noch ein Artefakt. Hier oben war keins mehr. Das haben wir ja geholt. Hier schon zur Anfangsinsel. Hat hier noch eine Insel. Da hat es eine Insel. Da ist ein Bogenschütze. Und wir haben gewonnen. Okay, interessant. Mit diesen Dotaku-Glocken haben sie den Erfolg der kommenden Ernten gesichert. Ihre Siedlungen wachsen weiter, die ihrer Rivalen allerdings auch. Einige Häuptlinge haben ihre Männer von den Feldern geholt und Kriegstruppen zusammengestellt, die rivalisierende Siedlungen mit aller Macht angreifen. Ganz Japan ist vom Krieg ergriffen. Sehr interessant. Also wir haben 25 Tötungen, 3 Verluste. Seitlinie, wir hatten gar keine Chance. Aber ich würde sagen, dadurch, dass wir jetzt erst bei 18 Minuten sind, gehen wir direkt in die nächste Folge rein, oder halt in das nächste Match rein. Seit vielen Jahren schon tobt Krieg auf den Inseln und die Geister sind wütend. Ihr Zorn kann im Zittern der Erde erkannt werden und an den Wellen, die die Küstendörfer davonfegen. Obwohl sie Jungs sind, Himiko, wissen Sie als eine Schamanenkönigin, wie Sie die Götter beschwichtigen und die Harmonie in Japan wiederherstellen können. Viele stolze Könige bleiben jedoch von den Geistern unberührt. Benutzen Sie Ihre Magie, um ihnen den rechten Weg zu weisen. Okay, zerstören Sie die 4 Izumo-Kasernen, erobern Sie die Kriegstruhe und bringen Sie sie in Ihren Tempel. Ich würde sagen, wir gehen direkt rein. Wir fangen direkt wieder an mit 2 Priestern. Nö. Ein Handelszelt und 2 Priester. Wenn wir wenigstens dieses Gebiet hier bekommen würden, direkt am Anfang. Also wie soll ich da... Irgendjemand... Oh Gott. Es wird auf jeden Fall wieder interessant. Wir waren doch voll ungut Krieger, gelbe.
Also, wir haben nur so ein lappriges Handelszelt. Also, wenn möglich, müssen wir Gregor holen. Oder Bauarbeiter. Also, bisher in der Kampagne mussten wir bisher noch nichts bauen. Konnten auch bisher noch nichts bauen. Bisher einen einfachen Bogenschützen. Also, müssen wir aufpassen. Okay, du holst den und du holst den. Okay, weg. Heil den. Drauf. Jetzt geht er schon mal weg. Auf den Bogenschützen. Bogenschütze. Ich bleib schon mal da stehen. Du heilst den. Okay, ihr zwei kommt mal hierher, dann werdet ihr auch weggeheilt. Ihr werdet geheilt. Du wirst auch geheilt. Und im besten Falle holen wir uns jetzt noch den Bogenschützen hier. So, und den Bogenschützen haben wir jetzt auch noch. Warte, wo sind die Kassanen? Haus. Ach du Heilige. Hier ist unser Tempel. Ach der Tode. Reichweite für Bekehrungen, aber wir haben 0 Gold. Oh Gott, also wir müssen gucken, wie kommen wir jetzt darüber? Hier. Wir haben ein Transportschiff. Wir fahren aber mit dem Transportschiff erstmal hier hoch. Wir gucken, ob es hier irgendwo am Gewässer irgendwas gibt. Und irgendwo nochmal Leute, die wir uns holen können, uns wegsnacken können. Wir haben noch einen Speer bekommen. Ja, der Speer ist schnell genug, dass er wieder wegkommt. Drei Löwen. Das heißt, die drei dürfen mal davor kämpfen. Drei Alpha-Löwen, da hat der keine Chance. Das heißt, die dürfen nach vorne. So, Nahkampf. Speer bleibt hinten. Dann gucken wir, wie wir gegen die Alpha-Löwen ankommen. Okay, ihr müsst heilen, dringend. Heilige. Ach du Heilige. Ach du Heilige. Okay. Und einer ist tot. Wir haben ja gar keine Chance gegen die Alpha-Löwen gehabt. Also wir müssen uns auf jeden Fall nochmal von vorne anfangen. Was passiert, wenn mein Priester da einfach vorbeilaufen möchte? Ich nicht, weil da nichts durchkommt. Also wir müssen es auf jeden Fall gleich nochmal neu starten. Ich glaube, so war das nicht gedacht. Wir haben hier eine Kaserne, aber wir haben keine Leute und wir kriegen auch gerade niemand.
Hier rennen halt auch keine Leute rum oder keine Truppen und gar nichts. So, wir müssen jetzt erstmal hier erkunden. Da sind zwei Axtkämpfer und Bogenschützen und alles. Keine Chance. Okay, Priester geht einfach weg. Okay, der Axtkämpfer ist tot. Da kommt ein gelber Schiff. Rette ihn. Der hat halt gar keine Chance da irgendwie. Nope. Unser Schiff ist viel zu weit weg. Unser Priester stirbt jetzt gleich. Mich würde interessieren, ob da hinten unser Priester ist tot. Also. Okay. Aber hier kommt das Schiff nicht mal durch. Ich würde dennoch sagen, das reicht für diese Folge. Lasst gerne ein Like, Kommentar oder Abonnement da. Wir sehen uns beim nächsten Versuch, dass wir hier durchkommen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.